Seit der Gletschermann im Spätsommer 91 zufällig von Bergwanderern entdeckt wurde, beginnen Mediziner und Geschichtler mit den sensationellen Fundstücken. Sie liefern die bislang aufregendsten Einblicke in den Alltag einer längst untergegangenen Welt. Oh, hallo. Ja, Neues vom Urologen. Das muss man sich mal vorstellen. Nicht? Ich habe vor ungefähr 5000 Jahren auf dem Berg gegen die Römer gekämpft und währenddessen gestorben. Erfroren. Na, lustig. Sie auch spitz. Oh ja. Da bleibt Ihnen die Spucke weg. 160 kW, 230 Spitze, Atze, S, getönte Rundumverglasung und das alles zu einem super Sonder-SS-Angebot. Naja, ja, ganz hübsch. Aber Herr Nachbar, es hat Steinzeiten gegeben, da ist man sehr gut ohne Auto ausgekommen. Ja. Na, hören Sie mal, Wir leben doch nicht mehr in der Steinzeit, obwohl Sie leben doch so primitiv hier. Primitiv? Viel lief. Kennen Sie den hier? Den Stötzi. Der Steinzeitmensch, der Gletschermann. Sieht aber nicht sehr gesund aus. Scheint ihm nicht bekommen zu sein, die Scheißzeit. Wenn Sie 5 Jahre alt wären, Sie würden auch besser aussehen. Ach, so ist der Knabe. Na, dafür hat er sich ganz gut gehalten. Und das alles ohne Auto, ohne Auto, ohne Waschmaschine, ohne Fernsehen. So machen Sie mal einen Punkt. Auf so ein bisschen Vorrat wollen Sie auch nicht verzichten. In der Höhle sitzen und an den Kopf nagen, das halten Sie keine 3 Tage aus. Aha. Morgen geht's los. Hier soll ja wohl irgendwo eine Spille sein. Ja. Hier, Ihr Kampfvorleger. Ja, danke, Herr. Viel Spaß in der Scheiße. Werde ich haben. Solche Nachbarn hat es vor 5 Jahren bestimmt noch nicht gegeben. Der alleine ist ja schon ein Grund, in die Steinzeit auszuwandern. Nicht? Der hat doch keine Ahnung, wie wir damals, ja wir, gelebt haben. Nicht? Steinzeitmenschen waren scheiße, ihr Mittagessen war menschenbreit. Sie jagten wochenlang nach Menschenbeute, es gab keine Menschenmark wie heute. Ich lass mir warme Haare wachsen, es täglich 7 Menschen wachsen. Den wildesten Mammut wird Angst und Bang vor meinem berühmten Steinzeitgeschoss. Ich zieh an meine Steinzeittüte rund, damit werde ich nachher breit. Ich reise rückwärts über die Alpen als Steinzeitmensch in die Einsamkeit. Meine Höhle liegt im Erdgeschoss, meine Höhle liegt in meiner Höhle, mein iPhone liegt in meiner Höhle, vor meinem berühmten Höhlengang. Ich brauch keine Türe, brauch kein Schloss, muss weder für Strom und Heizung blechen, noch über Corona den Koch mir zerbrechen. Statt Fernsehen habe ich ein Bild an der Wand von einem Stier und von mir im Flammensgewand. Und später wird einmal der Streit entpelzen, ob alle Menschen von mir abstelzen, ob alle Menschen von mir abscheißen.